Getting Over It, Jump King, Pogo Stuck und Alt F4. Das sind Games, die bekannt sind für ihren hohen Schwierigkeitsgrad dank ihrer schweren Steuerung. Und ich bin mir sicher, ihr kennt diese legendären Games. Aber kennt ihr Fish Out of Water? Wir steuern einen Fisch, der natürlich an Land nicht sehr fähig ist, sich fortzubewegen. Trotzdem müssen wir die Spitze der Map erreichen. Mit dem Mauszeiger bestimmen wir die Richtung und Stärke des Sprungs. Mehr ist es nicht. Spiel findet ihr unten in der Beschreibung, ist kostenlos. Probiert es mal, macht echt Bock. Let's go. Das Spiel ist richtig dumm. Das hier ist Fish Out of Water. Es ist quasi wie Getting Over It. Dieses Getting Over It funktioniert so, umso weiter weg ich den Mauszeiger mache, desto weiter springt er. Oh, aber schau, ich bin hier am Speedrun. Ich bin schon gleich fertig. Das ist, ich kann die Kamera nicht bewegen. Ist da drüben jetzt was? Kann ich da einfach rüberspringen? Sack. So, ich muss übrigens auf die Toilette. Aber das steuert nur dazu bei, dass ich am liebsten dieses Spiel beenden muss, will, kann, sollte. Aber manchmal kann ich so sprungen, aber nur manchmal. Manchmal, warum kann ich nicht rüber und dann direkt wegspringen? Da, manchmal geht's, aber manchmal, meistens nicht. Oh Gott, Musik ist viel zu spannend dafür. Und ich brauche so eine Bennett Foddy-Stimme, die mir erklärt, was für ein schrecklicher Mensch ich bin. Beziehungsweise eher die ganze Zeit sagt, hey, das macht nichts, dass du nichts kannst. Das ist normal. So, das heißt, da drüben war ein Loch. Das heißt, wir springen nicht ganz so weit. Okay, wir springen weiter als so. Scheiße, Mann. Das ist nur ein Loch. Stopp! Wie soll man denn da liegen bleiben? Nicht, indem man Stopp sagt. Aber ich habe doch Voice Control. Oh Gott. Wie soll man sich das... Wo bin ich? Ich bin in der Grafik. Warte, Abkürzung. Ich habe den Glitch gefunden. Ich habe den Glitch zum Ende gefunden. Ja, ja. Oh, da unten ist das Ende, habe ich gehört. Das ist aber auch unfair. Wenn sowas passiert, musst du direkt von vorne anfangen. Vielleicht hätte ich noch 5 Minuten fallen müssen und wären beim Ziel angekommen. Vielleicht habe ich den geheimen Weg wie bei Donkey Kong Country gefunden. So, davor waren wir, haben es nicht geschafft. Ich habe das allererste Mal, habe ich sauweit gedrückt. Das letzte Mal hatte ich hierhin gedrückt. Jetzt drücke ich hierhin. Stopp! Was soll man denn auch? Das ist das Tutorial. Das ist die Trainingsphase. Ist alles okay. Weh, danach kommen immer wieder solche Löcher. Oh, schau, wie schnell ich hier hochgekommen bin. Pass auf, jetzt. Also gerade eben habe ich hier. Okay, warte. Ich gehe hier ganz ans Ende. Ha! Stopp! Wie soll das gehen? Fische sind glitschig. Flitschiger Fisch flutscht darunter. Letztes Mal habe ich hier gedrückt. Jetzt drücke ich hier. Ha! Stopp! Oh Gott. Wir haben letztes Mal hier hin, weil es die Mitte war. Also gehen wir da hin. Ha! Stopp! Okay, Mitte, hier. Bisschen weiter, hier. Ich weiß nicht, ob es das jetzt war, aber ich habe gedrückt. Oh Gott. Ha! Okay. We did it. Ha! Wie? Nein. Okay. Mitte rüber. Zack. Und dann sofort. Oh Gott. Ja, man muss es so bremsen. Oder weiterspringen, klar. Aber ich glaube, bremsen ist besser. Ich muss hier hoch sogar. Hier reicht nicht. Die Maus stört dich, aber die Maus ist da, wo ich hinklicke. Ich glaube, das... Sollte euch interessieren. Die Maus ist, wo ich, ne, wenn ich hier hinklicke. Das hat jetzt funktioniert. Die Maus ist Teil vom Spiel. Ha! Okay. Kann ich mich irgendwie versuchen, da an den Rand zu legen? Oh, das Ding zählt nicht. Ha! Das Spiel ist voreinfach. Wir haben es gleich. Gleich, Moment. Mist. Wie soll ich denn da hochkommen? Achso, ich soll auf die Laterne. Okay, hier hin. Oh! Ich muss bei sowas eigentlich direkt korrigieren, glaube ich. Ah, okay, das hätte ich nicht korrigieren sollen. Okay, vergessen wir das mit dem Korrigieren.
ich hätte korrigiert. Nein, 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 nein. Schau, manchmal kann ich nicht korrigieren. Sehr fishy, das Spiel. Aber du musst doch mal bedenken, wie viel Lebenswillen dieser Fisch hat. Hohoho. Komm ich hier hoch? Ich sag ja. Oh nein, er kommt da nicht hoch. Das heißt, man muss hier landen. Ich bin der Fisch. Ich fühl den Fisch nicht. Ich bin der Fisch jetzt. Oida. Oida. Okay, ich habe das Gefühl, ich kann jetzt nicht mehr wenigstens an den Schluss fallen. Außer ich bin dann irgendwo da oben wieder. Wann kommen die Easter Eggs mit Titanic und Big Fish und was gibt's nicht alles? Der Fisch mit der einen Regenbogenschuppe oder wie der heißt. Regenbogenfisch. Gab das so einen Fisch, der allen Fischen seine Regenbogenschuppen geteilt hat? Oh, jetzt wird hier wieder gerutscht. Oh nein. Oh, der war zu schwach. Oh. Okay, kein Problem. Oh, wie ich die Sprünge drauf hab. Hohoho. Hey, wo soll ich hin? Geht's da runter? Und ich muss da hoch. Komm, Fisch, guck mal, geh doch einfach hier außen rum. Der Fisch kennt keine drei Dimensionen, der kennt nur zwei. Oh nein, da geht's runter. Okay, okay, okay. Da komme ich rüber. Okay, wir springen so weit es geht. Oh Gott, da komme ich rüber. Nein! Es war zu weit. Oh nein. Oh nein. Nein. Das ist halt kacke, du kannst das Spiel nicht unfair machen. Ich habe ja kein Problem damit, dass ich hier unten bin. Ich habe ein Problem damit, dass ich jetzt resetten muss. Ja. Okay, okay. Oh nein. Okay, neue Gefilde. Wir haben es geschafft. Erstmal. Soll ich darüber? Ich glaube, ich soll darüber. Das ist gemein. Muss ich von hier springen oder von hier? Ich glaube von hier. So gemein, jetzt bin ich wieder da, wo das Spiel anfängt. Ui. Ja, ja, ja. Oh, das ist aber gemein, weil wenn ich hier daneben springe, dann rutsche ich hier runter. Und dann bin ich wieder vom Fett von vorne, ey. Aber hier kann doch nicht sein. Aber hier ist auch zu weit weg. Ist es hier, oder was? Oh nein. Oh Gott, nein. Oh. Langsam, langsam, stopp. Soll das jetzt gehen, oder was? Muss ich tiefer? Hier hin? Hui! Oh, I saved it. Also noch höher. Aber jetzt haben wir es getestet. 80%, es muss tatsächlich ganz nach oben. Oh, bitte nicht in die Grafik. Okay, ich glaube, jetzt ist gegessen, das Spiel. Jetzt haben wir es. Da oben wartet unser Sushi-Koch. Oh Gott. Es hilft. Das machen die Tennisspieler auch immer. Wenn da oben eine Katze wartet, lache ich. Lustig wäre, wenn so ein Angler warten würde, der die Angel einzieht. Und dann sieht man erst, dass er die ganze Zeit quasi einen Fisch eingezogen hat. Aber es macht nicht wirklich Sinn. Das wäre ein bisschen einfacher. So, ich gehe wieder komplett in die Ecke rein. Oder ich gehe mal an den Rand. Es sollte ja nichts passieren, wenn ich hier oben bin. Oh! Okay. Aber was jetzt? Spiel durchgespielt. All levels completed. Best time 536. Jetzt seid ihr dran. Unter 536 Sekunden. Was ist das? 8 Minuten. Unter 9 Minuten.